passiert es tatsächlich. Und das ist schon so persönlich und so vom Emotionalen her ein schöner Moment zu sehen, okay, der Vogel, es gibt ihn noch, er hat den Winter überlebt, er ist wieder hier, man sieht ihn. Und den man mal in der Hand gehabt hat und beringt hat als Jungvogel, ist toll, schönes Gefühl, auf jeden Fall. So sehr sich die beiden Forscherinnen für den Moment auch freuen, es ist ein düsteres Bild, das sie von der Zukunft dieser bedrohten Vogelart in Deutschland haben. Zu ihrem Männchen vom Vorjahr hat sich zwar ein Weibchen gesellt, gemeinsam bilden sie jedoch das letzte Brutpaar auf Norderney. Nicht mehr als 3 Nester insgesamt zählt die deutsche Nordseeküste in diesem Jahr. Warum das so ist, bleibt ein Rätsel. Umso wichtiger, dass die Forschungen von Nadine und Carola mit dazu beitragen, dass die Kornweihe nicht ganz aus Deutschland verschwindet. Schüchterner Softie, panischer Vater, lässiger Werbejuppie. Er kann viele spielen und doch ist er sehr besonders. Schauspieler Barnaby Metschorat. Ein Mann, der, wie er selbst sagt, von ganz unten kommt. Der Vater verzockt sich, landet im Knast, er in Pflegefamilien. Vielleicht ein Grund, warum er selbst schon mit 18 Papa wird. Zur großen Tochter ist jetzt ein kleiner Sohn gekommen. Welche Rolle der in seinem Leben spielt und wie Männer über Frauen reden, verrät Barnaby jetzt bei das. Nee, ich gebe dir jetzt den 100er und dann fahre ich einfach weg. Sieht nach Selbstmord aus. Wann habt ihr ihn gefunden? Kurz vor 8:30. Tatort. Ein Kollege vom Zoll. Heute 22 Uhr hier im NDR. Herzlich willkommen bei das. Heute mit Inka Schneider. Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Was war das für ein Wochenende, vor allem für die Fußballfans bei uns im Norden? Dabei ging es nicht um die Meisterschaft, schlimmer, es ging um die pure Existenz. Ob beim HSV oder Hannover 96 in der ersten oder St. Pauli in der zweiten Liga, allen drohte der Abstieg. Doch zum Schluss allgemeines Aufatmen und sogar der HSV ist mit einem blauen Auge davongekommen. Sven Kaulbars berichtet. Gute Reise. Ewald Lienen, St. Pauli-Coach, packt es auf den letzten Drücker, Klassenerhalt und noch die Bahn gekriegt. Auch gut, Michael Frontzek, Trainer Hannover 96, heruntergerissen, klasse, gehalten. Soweit so gut, Bruno Labbadia, Chefübungsleiter des HSV. Ganz gut, zu Fuß, hätte auch schlimmer kommen können. Ja! Ich glaube, wir haben Fußballgott und der heißt Labbadia. Oh Gott, und er treibt trotzdem das Abstiegsgespenst noch vor sich her. Zur Vorbereitung aufs Nachsitzen mal wieder Malente. Wird aber nicht reichen. Wir brauchen ein gewisses Spielglück, das gehört auch dazu, das ist auch ganz normal. Also es sind viele Dinge, die eine Rolle spielen. Wir wollen versuchen, das, was wir beeinflussen können, so viel wie möglich zu beeinflussen. Mit ganz viel Rhythmus, Harmonie, einer fast vergessenen Ballfertigkeit. Ja, darauf kommt es an, jetzt gegen Karlsruhe, den Gegner, bei dem Bruno Labbadia vor 12 Jahren seine aktive Karriere beendete. Und? Vorteile? Erinnerung? Das spielt alles keine Rolle. Wenn ich mich an alles erinnern möchte, was mal war oder so, dann habe ich gar keine Zeit mehr, mich um das zu kümmern, was wichtig ist. Relegation! Das Mindeste! Danke! Danke, HSV! Der etwas kleinere HSV, der Hannoversche Sportverein von 1896. Tor! Tor! Tor in Hannover! Mit dem vertraglich befristeten Übergangstrainer Michael Frontzek gewinnt gegen Freiburg mit 2:1. Und damit verschafft sich Frontzek freudetrunkene Sympathien. Erst noch ein paar Bierchen trinken und dann... Ja, und dann ein paar Bierchen später weiß Frontzek immer noch nicht, wohin die Reise geht. Bleiben oder tschüss. Wir haben einen Vertrag abgeschlossen für 5 Spiele. Ja, und ich denke, dass wir Gespräche führen werden, aber das gehe ich relativ locker an jetzt. Apropos, die Lockerheit des erkämpften Klassenerhalts schwindet, wenn man nicht weiß, wie man nach Hause kommt. Ewald Lienen und Fahrkarte? Zweitrangig. Ich glaube, dass wir das mehr als verdient haben nach den letzten Monaten. Wir haben uns das so erarbeitet und das wäre schon tragisch gewesen. Das ist St. Pauli! Die Mannschaft übrigens nimmt den Flieger. Ohne Trainer nimmt dann den Bus zum stimmungsvollen Kurztrip über den Hamburger Kiez. Platz 15. Dritte Liga! Heißt weiter, zweite Liga, weiter so. Aber bitte nicht nochmal so eine Saison.
Aufregung also bei den Fußballfans, Entspannung bei den Eltern. An Pfingsten gab es kein Kita-Problem, dafür heute wieder. Der Streik der Erzieherinnen für mehr Lohn und Anerkennung geht in die dritte Woche. Allein in Hamburg sind 25.000 Kinder betroffen und deren Eltern gehen mittlerweile auf dem Zahnfleisch. Marie-Theresa Giese und Sven Trösch berichten. 2 Wochen, so lange schon kann der kleine Janosch nicht in die Kita gehen, wegen des Streiks. Zum Glück arbeitet Papa als freiberuflicher Grafikdesigner von zu Hause aus und kann sich nebenbei um seinen Sohn kümmern. Allerdings hört sich das einfacher an, als es ist. Es ist ganz oft, dass er dann auch immer Augenkontakt sucht und immer Papa ruft und dann muss ich mal einen Fußball zurückkicken. Es macht insoweit auch Spaß, aber man verliert immer den Faden. Also man kann nicht konzentriert arbeiten und wenn dann jemand anruft und irgendwie über Deadlines redet, dass man schnell was abgeben muss, das sind dann ganz 2 verschiedene Welten, das geht gar nicht. Manche Aufträge kann Steffen Kruska gar nicht erst annehmen. Zum Kundentermin ein 2-jähriges Kind mitbringen? Unmöglich. Janoschs Mutter arbeitet im Krankenhaus, da wäre der Kleine erst recht fehl am Platz. Also bleibt er bei Papa und der ist hin und her gerissen, was den Streik angeht. Ich finde es gut, wenn die sozialen Berufe aufgewertet werden, besser honoriert werden. Das ist schon in Ordnung, finde ich. Speziell auch für Erzieher. Ich habe nur das Gefühl, dass je länger der Streik andauert, man merkt, dass eigentlich gar nicht das Ziel erreicht wird, sondern es wird eher so auf dem Rücken der Eltern ausgetragen. Genauso sehen das die Demonstranten in der Hamburger Innenstadt. Sie alle müssen sich jeden Morgen neu überlegen, wer auf ihre Kinder aufpasst. Denn in Hamburg gibt es im Streikfall keinen einheitlichen Betreuungsplan. Die Forderung der Eltern? Dass erstmal eine Notbetreuungsvereinbarung getroffen wird, dass wir erstmal so eine Grundsicherung haben und eine Sicherheit für die Eltern, die ganz stark betroffen sind und gar nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Und im besten Falle werden die Verhandlungen aufgenommen, dann können die Streiks zumindest ausgesetzt werden. Doch dafür müssten Erzieher und Arbeitgeber überhaupt wieder miteinander reden. Der kleine Janosch und seine Eltern schmieden in der Zwischenzeit ihren eigenen Notfallplan. Ich werde versuchen, von meinen Eltern meine Mutter vielleicht herzubekommen. Die wohnt aber 400 Kilometer von ihr entfernt. Das ist also auch immer ein Urlaub, der dann ansteht. Ja, muss man gucken. Eigentlich ist es eine Organisation, jeden Tag aufs Neue. Im schlimmsten Fall, so die Gewerkschaft, könnte der Streik noch 8 Wochen dauern, bis zum Beginn der Sommerferien. Wie verteidigt man sich eigentlich gegen eine Vogelattacke? In Hitchcocks Film Die Vögel verbarrikadieren sich die Menschen in ihren Häusern und nageln Bretter vor die Fenster. Soweit mussten Passanten in Hamburg gestern Abend zum Glück nicht gehen. Sie konnten sich mit einem Regenschirm gegen die Angriffe von 2 Krähen wehren. Jon Matz und Anja Haufe erzählen uns die ganze Geschichte. Gemütlicher Spaziergang? Von wegen. 2 Krähen greifen in Hamburg plötzlich Spaziergänger an. Dabei gehören die Passanten nicht ins Beuteschema und zu essen haben sie auch nichts dabei. Ohne Schirm sind diese Herren völlig wehrlos. Wir befinden uns ja mitten in der Brutzeit gerade und leider war ja ein Jungvogel der Krähen aus dem Nest oder ja, gefallen oder rausgehüpft vielleicht auch von selber. Und das ist natürlich für die Altvögel dann sehr, sehr schwierig, weil sie dann versuchen, das zu verteidigen gegen jegliche Angriffe. Am Montagabend rufen Passanten die Polizei. Ihre Angst? Menschen könnten aus Schreck vor den Vogelangriffen auf die Straße laufen. Wieder ist der Regenschirm Verteidigungsmittel Nummer 1. Ohne ihn keine Chance. Wir vom NABU empfehlen, eben die Jungvögel da zu lassen, wo sie sind. Also nicht wegzubringen, irgendwo ins Tierheim oder auch woanders hinzubringen. Also das Beste ist einfach, sie wirklich vor Ort zu lassen, weil die Eltern ja dann die Tiere auch weiter füttern. Die Polizei hatte wohl mehr den Schutz der Spaziergänger im Sinn als den Krähenfamilienfrieden. Sie brachte das Küken in ein Hamburger Tierheim. Die Krähenattacke in Hamburg, fast wie im Film. Und er könnte die Hauptrolle spielen, wie überhaupt in fast jedem Film. Unser heutiger Gast, der Schauspieler Barnaby Metschurat. Herzlich willkommen, Barnaby. Schön, dass du mal wieder da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir duzen uns, weil wir uns bereits kennen. Und du hast mir, ja, ewig. Und du hast mir gerade erzählt, dass du so eine ähnliche Geschichte auch, so eine Krähen-Geschichte. Genau, in Berlin gibt es eine Krähe. Die hat irgendwie gerade eine Frau angegriffen. Und wenn ich mich nicht irre, ist die Frau gestorben. Was? Ja, ja, also in die Augen gehackt. Also es war ein Riesenalarm bei uns. Ja. Am Paul-Linke-Ufer. Ein Kumpel hat mir das gestern erzählt. Von daher, vielleicht nehmen die Vögel jetzt die Weltherrschaft in Anspruch. Die haben Hitchcock geguckt. Bisschen spät, aber irgendwann dann doch. Ich habe so einen Tennisschläger, so einen Insektenschröter, ja, mit dem man so Fliegen oder Bienen oder vielleicht
sollte man sowas öfters mitnehmen. Oder die Schirme, wie wir vorhin gesehen haben, Regenschirme einfach umfunktionieren. Ne? Ja. Aber sah echt vielleicht können wir uns auch friedlich einigen. Also wir versuchen das mit den Kränen, aber erstmal reden wir über dich und Antje Althoff stellt dich vor. Mach das Ding weg! Das Spiel mit der Kamera. Er liebt es. Willst rein, ne? Ja. Hier kommt aber keiner mehr rein. Intensiv und aufwühlend. Egal, was er macht. Das geht über unseren Verstand, nicht wahr? Anfang der 90er. Die Schule bricht er ab. Die Schauspielschule zieht er durch. Kleine Fernsehrollen, erste Erfolge. Der Durchbruch 2002 mit Fatih Akins Solino, Bayerischer Filmpreis. Heute Abend stehe ich hier oben für etwas, was ich gemacht habe. Und ich glaube, das ist ganz gut. Selbstbewusst auf der Bühne, einfühlsam am Set. Bei Dreharbeiten lernt er seine große Liebe kennen, Schauspielerin Lavinia Wilson. Mit ihr und dem gemeinsamen Sohn lebt er in Berlin und hat den Kopf voller Pläne. Überleg, was du aus deinem Leben noch machen willst. Du hast so viele Talente. Wir sind gespannt. Barnaby Metschurat. Ein Mann mit vielen Talenten, selbstbewusst und einfühlsam. Der Abend verspricht ja spannend zu werden. Okay. Schön, dass uns gerade auch die Jugendfotos und mit diesen Locken, Schmollmund, das ist bestimmt wahnsinnig gut angekommen bei den Mädels früher, oder? Ja, ich will mich nicht dazu äußern, das ist lange her. Also ich war schon immer ein bisschen schüchterner Typ. Ehrlich? Anfangs, ja. Also ich bin jetzt nicht der Frauenheld gewesen, sondern man musste mich schon bitten. Und dann war ich ganz zutraulich. Was haben Sie dann auch getan, die Mädels, dich nicht gebeten? Ich war nie lange allein, sagen wir so. Also so ein richtiger Macho warst oder bist du nicht? Nein, gar nicht. Warum sollte ich einer sein? Also ich bin eher in einem Film einen spielst. In dem Film, wie Männer über Frauen reden. Ah, in dem, ja. Also da haben wir die Rollen auch so aufgeteilt, dass ich zwar selbstbewusst mich den Frauen nähere, aber dann doch recht einfühlsam bin und die Sache zu Ende bringe. Der Oliver Kuritke, der meinen Kumpel in dem Film spielt, der ist eher so ein Macho-Typ, so einer, der kein Blatt vom Mund nimmt. Aber trotzdem, also die Frauen fliegen auf ihn. Es gibt ja für jeden Töpfchen gibt's einen Deckel. Ne? Was ist es überhaupt für ein Film? Der Titel ist, finde ich, klingt gut. Der ist gut, ne? Ja. Wie Frauen, wie Männer über Frauen reden, wie Frauen über Männer reden. Es ist ein original Berliner Film, der finanziert wurde, produziert wurde und geschrieben wurde und gemacht wurde von ein paar Kumpels von mir aus Berlin. Die Idee hatten, wir wollen jetzt mal einen Film machen und wir wollen nicht lange darauf warten, dass wir Geld bekommen oder uns unser Buch umschreiben lassen von den Leuten, die uns dann Geld geben, sondern wir machen das jetzt einfach. Und die haben ihre Kumpels dann gefragt, habt ihr auch ein bisschen Geld? Und haben halt dann so viel zusammenbekommen, dass sie den Film drehen konnten. Und der Kuritke und ich und der Kida Ramadan und der Friedrich Lau haben dann mitgemacht, dem Film dann auch ein bisschen so schauspielerisches Gewicht gegeben. Und dann haben wir den Film vor anderthalb Jahren dann gedreht und der heißt Wie Männer über Frauen reden und das ist das meiste, was wir da tun. Wir machen auch andere Dinge mit Frauen oder Frauen machen Dinge mit uns oder reden auch über uns. Also es ist jetzt nicht ganz einseitig, aber der Film ist fertig und der wartet darauf, ins Kino zu kommen. Wie reden denn Männer über Frauen? Das ist ja die spannende Frage. In jeglicher Art und Weise reden Männer über Frauen. Ganz, ganz herzzerreißend, sensibel und manchmal ein bisschen härter. Und manchmal um die Antworten bemüht, die da zu geben sind. Ich will jetzt nicht alles verraten. Aber es ist so ein bisschen aus eurem eigenen Erfahrungsschatz? Nein, ich habe das Buch ja nicht geschrieben. Ja. Ich bin nur Schauspieler und sage dann das, was da in dem Buch steht. Das ist, so alles, was da so vorkommt. Wir haben sehr unterschiedliche Typen in unserem Freundeskreis, den wir da darstellen. Und besonders ist vielleicht, wir sind alle jetzt so in meinem Alter und stecken nicht in festen Beziehungen, sondern leben uns so aus in Berlin. Ich bin Clubbesitzer und... Also in dem Film eben, nicht im Privatleben? Nur im Film, ich rede jetzt von dem Film. Ja. Im Privatleben ist es ganz anders. Und da reden wir halt auch viel über die Frauen. Und was dazwischen kommt, was die Geschichte nun antreibt, ist, dass meine Figur sich dann doch verliebt. Und auf einmal eine einzige Frau da ist. Und das stört halt meine Kumpels. Und dann muss man die Sache halt bequatschen. Die eine oder andere Art. Vielleicht habt ihr ja was, so einen Eindruck. So, ja, haben wir. Wir haben eine kleine Szene, die ich finde, die lässt schon sehr tief blicken. Ich gehe einmal mit dir ins Bett, und schon richtet die sich hier häuslich ein, oder was? Das ist doch nichts Neues.
Du weißt doch, wie das mit den Frauen läuft. So hier. Die stopfen sich in dein Leben und saugen sich so richtig schön voll. So lange, bis du sie nicht mehr wegkriegst. Jedenfalls nicht, ohne alles kaputt zu machen. Ihr spielt schon? Ich finde ja super, die Szene, muss ich sagen. Wohl ja ein bisschen so, ne? Also man verliert den Glauben an die Männer auch, wenn man diese Szene sieht, weil man denkt, es kann doch nicht sein, dass sie wirklich so sind, wie wir denken, dass sie sind. Ach, das ist die Rolle jetzt vom Olli und der lernt auch einiges. Du sitzt aber auch so da, ne? Ja. So, und guckst mal, nein, ich denke, man traut sich auch. Man sieht ja, sobald die Frau auftaucht, dann benimmt man sich auch wieder und sieht, also wir machen da schon viel Unsinn und genießen den Unsinn auch. Und ja, wir sind große Kinder in dem Film und toben uns aus. Und das war auch die Chance in dem Film, einfach mal so die Sachen zu sagen und zu machen, die man normalerweise in so Filmen dann nicht tun darf, weil das könnte ja dann doch Publikum verschrecken. Wir haben das einfach mal gemacht und es hat uns viel Spaß gemacht währenddessen und ich denke, den Zuschauern könnte es auch Bock machen, den Film zu gucken. Ist es jetzt so eine ganz neue Art, überhaupt Filme zu produzieren, dass sich einfach ein paar, die an sich glauben, zusammentun und Privatgelder eintreiben? Ihr müsst ja jetzt auch oder wollt noch über Crowdfunding weiteres Geld sammeln, um den Film erstmal bekannt zu machen und zu vermarkten. Der ist ja noch nicht im Verleih. Nein, also es ist eine Art, Filme zu machen. Also es gibt unser Filmförderungssystem, es gibt das Fernsehen und da arbeiten viele erfahrene Menschen, die einem helfen können, einen Film zu machen und die auch bei Drehbuchentwicklung oder bei der Durchführung der Dreharbeiten halt gut helfen können. Aber es ist eine Art zu sagen, nee, ich mach das mal selber und probiere mich aus. Mhm. In diesem Fall hat es gut geklappt, den Film zu machen. Wir sind zufrieden mit dem und jetzt ist halt das Geld alle. Mhm. Leider. Und es gibt so schnell kein Neues jetzt von unserer Seite her. Von daher haben wir gedacht, okay, den Gedanken aus dem Freundeskreis das Geld zu holen, einfach zu erweitern und zu sagen, okay, jetzt können auch alle Menschen auf der Welt durch das Internet partizipieren. Durch eine Website, companisto.de, wo Projekte gefördert werden können, ob mit 100 Euro oder 1000 Euro oder 5000 Euro, kann man sich an dem Film beteiligen und ihn unterstützen. Was jetzt geschehen muss mit dem Film ist halt, der muss erstmal ein bisschen glatt gebügelt werden, der Ton, die Musik muss gemacht werden, die Farben. Und dann ist er fertig und dann wollen wir ihn halt bewerben. Dass auch alle Menschen mitbekommen, dass er im Kino läuft. Dann werden Kopien gemacht, dafür braucht es auch ein bisschen Geld und dann kann er starten. Und dann jeder, der investiert hat, bekommt im besten Falle, wenn der Film richtig gut läuft, was wieder. Ja, und das ist ja spannend, weil Stromberg, der Film ist ja auch so finanziert worden und hat, glaube ich, nachher jeder eine Rendite gehabt von 17%, was ja schönes Geld ist für den Einsatz, der natürlich auch immer ein Risiko ist, ob der Film funktioniert oder nicht. Aber die Szene war schon sehr vielversprechend. Ja, so geht der ganze Film. Vielleicht hast du ja den einen oder anderen bei uns von den Zuschauern überzeugt. Frauen, weil wir gerade schon Frauen angesprochen haben, die Frau, die wir Ihnen jetzt vorstellen, hat was geschafft, das vor ihr noch kein anderer Mensch geschafft hat, auch kein Mann. Sie hat nämlich ganz Südamerika mit ihrem Kajak umpaddelt. Nun ist sie gerade wieder zurück, zu Hause in Husum und muss wieder Geld verdienen gegen das Paddeln, das reine Zuckerschlecken. Marie-Theresa Giese hat sie getroffen. Schokolade, Vanille, Erdbeer. Jetzt wird geschlemmt. 5 Monate war Freya Hoffmeister nicht hier, in ihrem Eiscafé am Husumer Markt. Zeit, nach dem Rechten zu schauen und eine kleine Phase der Verwöhnung einzulegen. Zum Glück stehe ich nicht allzu oft hier, aber gelegentlich schaue ich schon mal, was die Damen so treiben. Und deswegen bin ich jetzt auch mal kurz wieder hier und gucke, ob alles richtig läuft. Ich möchte gerne ein Eis. Denn das Paddel aus der Hand geben ist nicht so ihr Ding. Das macht dann 1,50? Ja. Ihre Devise, nicht kleckern, klotzen. 100 Kilo muss sie stemmen, wenn das Kajak voll beladen ist. Ansonsten ist das Wichtigste wohl, dass man mental fit ist. Weil ohne mentale Stärke kriegt man so eine Reise nicht erledigt. Physische Stärke ist eher zweitrangig. Organisationstalent auch sehr wichtig. In die Zukunft schauen. Und den absoluten Willen, das zu schaffen zu wollen, dass man nicht aufgeht unterwegs. Ne? Unterwegs ist normalerweise nicht im Husumer Kanal. Unterwegs ist hier. Im Atlantischen Ozean. 27.000 Kilometer, 4 Etappen, 30 Monate. 2011 startete die damals 47-Jährige in Buenos Aires und trifft auf dem Weg viele andere Wasserratten. Sie umrundet die Südspitze des Kontinents, das gefürchtete Kap Horn bei 60 Knoten Wind. Das war schon eine unglaublich
starker Sturm. Und wenn ich da gekentert wäre, hätte mich keiner mehr rausgefischt. Gar keine Chance. Risiko hat Freya Hoffmeister immer schon geliebt. Früher als Turnerin, Bodybuilderin und Fallschirmspringerin, seit 19 Jahren auf dem Wasser. Emotionen haben da keinen Platz. Angst kenne ich nicht, nur Respekt vor dem Wasser. Von Argentinien paddelt sie weiter nach Chile, wo sie in Valparaíso ihre erste Etappe beendet. Und wieder in die Heimat fliegt. Sommerpause. Gab niemals einen Zweifel, dass ich aufhöre. Ich will ja ankommen irgendwann und dann muss man halt jeden Tag wieder aus dem Zelt steigen und wieder aufs Wasser gehen, wie jeder andere Mensch zur Arbeit geht. Das mache ich genauso. Und manchmal mit mehr Gefahren verbunden und manchmal weniger. Im Herbst geht's weiter über Peru, Ecuador, Kolumbien, durch den Panamakanal. 13 Länder umpaddelt die Husumerin. Schläft an einsamen Stränden und sammelt immer mehr Bewunderer. Und dann endlich erfüllt sie sich ihren großen Traum. Als erster Mensch umrundet die 51-jährige Südamerika mit ihrem Kajak und kommt da an, wo sie vor 4 Jahren gestartet ist. Mit Erleichterung, dass ich noch lebe, muss ich schon sagen. Gerade als ich dann inoffiziell angekommen war, ganz nur mit meinen Handvoll Freunden, eine Woche vor der offiziellen Begrüßung, da war schon so ein bisschen leichter Tränenfluss im Auge. Don't cry for me, Argentina hat gut gepasst als Gesang. Don't cry, Husum, wenn es bald wieder losgeht, denn Stillstand kommt nicht in Frage. Erstmal kommt die Reise rund um die Welt mit Vorträgen von meiner großen Südamerika-Reise und das ist eigentlich viel wichtiger im Augenblick, dass ich mal wieder ein bisschen was erzähle, was es so erlebt habe und die Leute wollen es hören, Inspirationen abholen. Aber schön auch wieder zu Hause zu sein. Um sich zu stärken, bevor sie nächstes Jahr wieder Eiswürfel gegen Paddel tauscht. Wahnsinn mit dem Kajak um Kap Horn. Ich habe die gleiche Tour gemacht, allerdings mit dem Kreuzfahrtschiff. Und das fand ich schon ziemlich ungemütlich teilweise. Da ist es wirklich richtig Wellengang. Südamerika, du bist ja auch schon viel in Südamerika gereist. Warst du da schon mal in der Gegend Chile? Genau, ich war auch in Chile, aber immer nur auf dem Festland. Also wir sind mit Rucksack gereist. Ich finde es sehr beeindruckend. Oder? Also Wahnsinn. Und also sehr, sehr mutig. Auch das Schlafen an einsamen Stränden und so weiter. Also da kann man da schon in einigen Ländern da ungute Bekanntschaften machen. Wir reden gleich drüber nochmal in dem nächsten Take, denn du hast ja durchaus das Abenteuergehen. Klingt ja auch schon so ein bisschen durch. Hast auch schon einige Erfahrungen gemacht. Aber wenn man sich deine Kindheit anguckt, dann war die auch ein bisschen ein Abenteuer. Zumindest für die meisten, die so in ganz geregelten Verhältnissen aufgewachsen sind. Du bist in einer Pflegefamilie aufgewachsen oder in mehreren. Wie kam das? Nein. Also ich bin schon bei meiner Mutter aufgewachsen, aber meine Mutter war ab und zu krank oder musste arbeiten. Und dann war ich mal 1-2 Jahre, dann noch mal ein Jahr bei einer anderen Familie. Mhm. Wir sind ein bisschen umgezogen, waren mal in Westdeutschland. Aber es hört sich dramatischer an, als es wirklich war. Ich habe sehr gute Erinnerungen. Ja? Es waren immer sehr nette Leute. Und ich hatte immer Kontakt zu meiner Mutter. Es hört sich dramatischer an. Aber was sich auch dramatisch anhört, ist die Erfahrung, die dein Vater machen musste und damit auch die Familie. Denn die hatten ja deine Eltern, wenn ich richtig informiert bin, so ein ganz florierendes Baufuhrunternehmen in Berlin. Und auf einmal ist er irgendwie im Knast gelandet. Wie kam das? Ja, ich kenne nicht genau die Umstände, die da waren. Aber mein Vater war schon immer ein Selfmade-Mann und hat sich durchgeboxt durchs Leben. Und dann passiert immer dies oder das, aber der ist okay. Und glücklich. Und hast du, wie lange war er da irgendwie? Und hast du ihn da besucht? Ich habe wenig Kontakt zu ihm. Waren deine Eltern getrennt damals? Meine Eltern sind getrennt, seitdem ich auf der Welt bin. Ah, okay, das heißt, so, du warst schon. Von daher, mein Vater war ab und zu mal da und wir haben ein paar Sachen gemacht. Ja. Er war immer so eher der Abenteurer, mehr als ich auf jeden Fall. Na, klingt so. Also ein Überlebenskünstler auf jeden Fall. Wenn du sagst, gute Erinnerungen an deine Kindheit, was sind so die prägenden Bilder aus der Berliner Kindheit, vor allem in den 80ern, die du wahrscheinlich bewusst erlebt hast? Ja. Ich bin in den Kindergarten gegangen in der Nähe Karl-Marx-Straße und dort wurde damals die Blechtrommel gedreht. Mhm. Mario Adorf und Angela Winkler und Schlöndorff halt genau bei mir vor der Tür. Sogar Angela Winkler war in unserem Kindergarten und ich meine, mich an sie zu erinnern, weil ich habe später dann auf der Bühne Hamlet mit ihr gespielt und ich sozusagen 30 Jahre vorher war sie in meinem Kindergarten. Ich glaube, sie war auf Toilette oder so. meine Mutter war in Mario Adorf verliebt. Das war sehr schön. Also in den 70ern war das ja noch. Ja. War Neukölln ein sehr heimeliger Bezirk eher. Also jetzt ist es schon ein bisschen ruppiger, würde ich sagen. Obwohl jetzt kommt die Seite, die Studenten und so weiter. Ja. Aber da, wo wir wohnen oder gewohnt haben, ist schon ein bisschen ruppiger, die Gegend.
mittlerweile ist es schon fast wieder ein Trendbezirk. Ja, ne? Neukölln ist sehr groß. Also es gibt dieses Kreuzköln, aber das ist schon eher im Norden. Also der Süden von Neukölln oder die Mitte, da geht es schon ab. Hat denn diese Erfahrung vielleicht mit dem Filmteam direkt vor der Haustüre dich auch so ein bisschen inspiriert, Schauspieler zu werden? Sehr, sehr unterbewusst vielleicht. Ich weiß nicht. Also es war, ich habe nie davon erzählt. Also ich wollte immer Autorennfahrer werden, bis ich dann auf dem Gymnasium darstellende Spiele immer, also einen Theaterkurs gemacht habe. Ja. Habe ich einmal gemacht und dann wollte ich auf die Schauspielschule und meine Mutter hat mich gelassen. Also wahnsinnigerweise ein 16-jährigen. Du warst ganz jung noch, hast mit 17, glaube ich, mit 16 die Schule abgebrochen und bist dann tatsächlich auf die Schule und ja. Die Mama hat gesagt, sie hat mir den Rücken freigehalten, genau. Ja. Und ist heute wahrscheinlich dein größter Fan, oder? Definitiv. Hi Mama. Diese Erfahrung aus der Kindheit, wenn du sagst, öfter mal umgezogen, Mutter oft krank, mal in der Pflegefamilie, das auch mit dem Vater, auch wenn das nicht mehr so ganz bewusst ist, hat dich das so, ich sag mal, geprägt für dein Spiel auch? Also ist das eine Erfahrung, aus der du schöpfst? Ich weiß, ich muss mich auf mich selber verlassen, immer. Mhm. Also ich war öfters halt, wie gesagt, bei anderen Menschen, die auch nett waren, aber ich wusste, dass ich mich halt auf mich selber verlassen muss im Endeffekt. Und vor der Kamera ist es ähnlich. Dann ist man halt mal einen Moment allein und dann muss man sein Ding durchziehen. Und das mache ich halt so. Und was dazu kommt, wahrscheinlich die ganzen Menschen, die ich kennengelernt habe und so, habe ich halt auch viel über Menschen gelernt und viel Fantasie dazu geschossen bekommen in frühen Jahren. Dein bester Freund sagt ja auch, du wärst jemand, der sehr strukturiert ist. Ah. Ja, kommt das äußerlich. Aus der Zeit, oder dass du Struktur einfach brauchst, weil du wenig Familienstruktur hattest? Vielleicht. Also das ich mache das nicht absichtlich. Ich arbeite sehr strukturiert, definitiv. Ich lege mir meine Dinge sehr gut zurecht, rational, weil ich weiß, innen drin bin ich eher sehr chaotisch und nicht so berechenbar. Und dann hilft mir das ganz gut. Also jetzt innerhalb von 40 Jahren habe ich da einigermaßen mir so ein Konzept zurechtgelegt, was funktioniert. Was aber auch, also ich finde, sowas darf flexibel sein. Also ich bin kein Fan jetzt von Perfektionismus. Also nicht beim Spielen oder bei Filmen oder im Leben, das ist dann meist auch ein bisschen doof. Wenn du sagst, dass du eigentlich eher schüchtern bist, dieser Moment, wo man ans Set geht und dann wirklich alle um einen rumstehen und jetzt von einem auch was erwarten, ist das eigentlich ein Moment, der auch ein bisschen Angst macht, nicht nur aufregend ist, sondern... Ja, Angst, ja, natürlich. Also man verwechselt Aufregung oft mit Angst und Angst ist ja eher negativ konnotiert, so dass es doof ist. Also ich mag das eigentlich. Angst ist so ein Freund und gar nicht so negativ, sondern also das sind Momente, wo es halt drauf ankommt. Und was passiert, also dass man sich lächerlich macht oder dass man seinen Job nicht mehr ausüben kann, das dann glaube ich nicht mehr, sondern gerade diese Gratwanderung, wo man sich nicht sicher ist im Gefühl, sind auch meist die besten Takes jetzt beim Spielen. Oder der erste Tag ist sehr wichtig, wie denn die nächsten 30 Tage weitergehen. Aber das sind wichtige Momente, habe ich gelernt. Weil alles andere, wenn es normal ist, dann ist man nicht mehr so wach. Das bist du ja auf jeden Fall in deinen Rollen. Wir hatten schon eine bemerkenswerte Frau gerade gesehen, jetzt zeigen wir Ihnen noch eine. Marianne Fritzen, die Mutter der Anti-AKW-Bewegung. Ziemlich genau 35 Jahre ist es jetzt her, da gründen rund 5000 Atomkraftgegner in Niedersachsen die Freie Republik Wendland, ein kleines Dorf, das tapfer Widerstand leistet. Und an vorderster Front Marianne Fritzen. Bettina Lehnert hat die Kämpferin von einst getroffen. Marianne Fritzen hat sich immer gewehrt und sich nie einschüchtern lassen. So wird sie zu einer der bekanntesten Atomkraftgegnerinnen der Republik. Im Wendland organisiert sie von Anfang an den Widerstand gegen das geplante Endlager in Gorleben. Es gibt gar nichts anderes. Für mich ist es eigentlich Lebensinhalt in den letzten 40 Jahren sozusagen. Im Mai 1980 errichten rund 5000 Atomkraftgegner die Republik Freies Wendland. Woodstock-Gefühl mitten in Niedersachsen. Ihre Tage verbringt Marianne Fritzen damals im Protestcamp. Nur abends kommt sie nach Hause, um ihrem kranken Mann zu helfen. Ja, es war eben ein Werkeln, ein Zimmern, ein was weiß ich was, ein Singen, ein Tanzen. Alles, was sie wollten. Ich konnte machen, was sie wollten. Ein Schlafen, Kinder zeugen. Also es war schon sehr ernst gemeint, das Ganze. Aber es war ja hauptsächlich, es waren junge Leute da. Also ich war ja immer einer der Ältesten sowieso dabei. Ne? Und die haben einfach diese Utopie, diese Freiheit mal genossen. Marianne Fritzen wächst im Elsass auf. Nach Kriegsende zieht sie nach Berlin, heiratet, bekommt 5 Kinder, gibt Französischunterricht. Längere Zeit lebt sie mit der Familie in Taipeh.
Später im Wendland engagiert sie sich in der katholischen Kirche und ab 1970 gegen Kernenergie. Sie gründet mit anderen die Initiative Umweltschutz. Später macht sie Kommunalpolitik für die Grünen. Aber dieser Monat im Mai ist für sie bis heute etwas ganz Besonderes. Obwohl sie jeden Tag Angst hatte, was alles passieren könnte, wenn die Polizei eingreift. Wir geben Ihnen 10 Minuten Zeit. Das ist die weiße Windel. Die hat mir dann noch vor der Räumung jemand gegeben, die war mit